In diesem Video zeige ich dir, wie du mit nur wenigen Tricks in Final Cut Pro aus diesem Clip einen dramatischen Look erzeugen kannst. Und das Ganze ohne zusätzliche Software oder teure Plugins. Wie du hier sehen kannst, habe ich hier einen Clip, den ich vor kurzem geschossen habe. Und das Ganze war eigentlich nur ein Testclip für ein kleines LED-Videolicht, das ich ausprobieren wollte. Der Clip schaut nicht wirklich gut aus, aber wir wollen den Clip jetzt zusammen bearbeiten. Das erste, was wir in der Color Correction, also vor dem Color Grading noch machen wollen, ist den Farbraum konvertieren. Denn ich habe den Clip jetzt in Cine 4, also so einem Sony eigenen Bildprofil, aufgenommen. Und das Ganze wollen wir erstmal umwandeln in den Standardfarbraum Rec 709. Dazu gehen wir hier unten ganz einfach auf die Effekte, geben hier einmal LUT ein und ziehen das eigene LUT Utility oder diesen eigenen LUT-Effekt auf das Video. Hier kommt es jetzt darauf an, in welchem Format du aufgenommen hast. In meinem Fall ist das Cine 4. In deinem Fall könnte das zum Beispiel C-Log von Canon sein oder auch S-Log 2 oder 3 von Sony. So ziemlich jeder Kamerahersteller hat sein eigenes LUT-Profil und dafür gibt es in jedem Fall Conversion LUTs, die das Ganze dann in diesen Rec 709 Farbraum konvertieren. In meinem Fall ist das der Cine 4 CB Neutral LUT, den ich hier installiert habe. Das Ganze lassen wir so auf diesen Settings und auf 1,0. Als nächstes könnten wir noch eine Rauschreduzierung anwenden. In meinem Fall finde ich das nicht wirklich notwendig, denn das Bild rauscht gar nicht so stark und von daher möchte ich den Schritt überspringen. Als nächstes wollen wir uns die Punkte Belichtung und Kontrast anschauen. Und in meinem Fall wollen wir natürlich für das Subjekt, also für ein menschliches Gesicht belichten und da vor allem für Hauttöne. Um das Ganze besser beurteilen zu können, können wir hier mit Command 7 die Videoscopes einblenden und die helfen uns einfach dabei, Farbe und Belichtung besser einschätzen zu können. Falls bei dir jetzt hier ein anderes Scope dargestellt wird, kannst du hier ganz einfach auf diesen Bereich klicken, hier auf Wellenform und dann auf Luma. Natürlich wollen wir uns jetzt hauptsächlich die Hauttöne anschauen und um die zu isolieren, nutzen wir einen ganz kleinen Trick. Und zwar gehen wir hier in die Effekte und geben einmal Maske ein. Jetzt ziehen wir eine Zeichenmaske auf den Clip. Die Effekte können wir wieder zumachen. Wir versuchen jetzt einen Bereich zu maskieren, in dem hauptsächlich Hauttöne vorliegen. Ich entscheide mich mal hier für die Stirn und maskiere die aus. Weil das Ganze jetzt nur ziemlich klein angezeigt wird, können wir das Ganze auch noch transformieren und zwar hier einfach auf 300% und dann verschieben wir den Ankerpunkt des Bildschirms einfach nochmal in die Mitte. Wir klicken auf Fertig und schon sind wir eigentlich auch fertig. Jetzt wechseln wir auf den Bereich der Farben und gucken uns hier nur die Belichtung an. Als erstes möchte ich meine Mitteltöne etwas anpassen und zwar sind die Hauttöne im Bereich der Mitteltöne. Die Mitteltöne sind mir hier etwas zu hoch und deswegen ziehe ich die hier auch einfach etwas runter und zwar ungefähr auf den Bereich -53%. Das Ganze schaut doch ganz gut aus und ich denke, wenn wir jetzt mal die Zeichenmaske deaktivieren, dann sehen wir auch, dass jetzt die Hauttöne so leicht über den IRE-Wert von 65 pieken. Das ist auch in Ordnung so. Und dann können wir auch die Transformation wieder rausnehmen. Das Ganze schaut jetzt schon deutlich besser aus. Was wir jetzt ganz gut sehen, ist, dass wir leider hier oben im Bereich der Haare hier schon etwas Information verlieren. Und deswegen möchte ich die Schatten etwas aufhellen. Wir wechseln also wieder in den Bereich Farbe und passen jetzt hier entsprechend die Schatten an. Die können wir ganz leicht anheben, vielleicht in so einem Bereich zwischen 11% und 18%. Ich lasse die hier mal auf 11%. Wenn wir die Farbtafel jetzt deaktivieren, dann sehen wir schon, wir haben für den Bereich des Gesichts eine deutlich bessere Belichtung und damit können wir jetzt auf jeden Fall weiterarbeiten. Als nächstes möchte ich mir den Bereich Weißabgleich anschauen. Bei der Aufnahme hat sich die Kamera, was den Weißabgleich angeht, im Automodus befunden und deswegen können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen nachhelfen. Dazu wechseln wir jetzt hier in das sogenannte Vector Scope. Bei dem Vector Scope ist jetzt noch wichtig, dass die Skalierung auf 100% ist in meinem Fall und wir die Hauttonanzeige eingeblendet haben. Die Hauttonanzeige ist hier dieser Schritt und hier außen sehen wir quasi den vollständigen Farbkreis, der von Gelb über Rot, Magenta, Blau, Cyan und Grün hier entlang geht. Jetzt können wir wieder unsere Zeichenmaske aktivieren und die Transformation aktivieren. Durch das Einblenden der Maske und die Transformation haben wir sichergestellt, dass wir jetzt wieder nur Hauttöne eingeblendet haben. Und wie wir sehen können, liegen die eben nicht hier auf der Linie, sondern die brechen so leicht zwischen Rot und Magenta aus. Das Ganze wollen wir jetzt einfach fixen, indem wir hier oben nochmal Farbräder hinzufügen. Und hier haben wir zwei Regler, mit denen wir jetzt agieren können. Zum einen können wir die Temperatur einstellen, also aus diesem bläulichen Bereich ins Gelbe. Und wir können die Färbung einstellen und die geht aus diesem grünen Bereich raus in den Magenta-Bereich. Als erstes wollen wir jetzt die Temperatur anpassen und dafür ziehen wir diesen Regler jetzt einfach nach rechts, bis die Anzeige auf der Hauttonlinie einrastet.
Bei mir ist das ungefähr jetzt bei 7821 Kelvin der Fall. Gleichzeitig können wir hier auch bei der Färbung noch ein bisschen nachjustieren und ich ziehe hier die Färbung auf ungefähr minus 1 herunter. Jetzt liegen die Hauttöne schön auf dieser Hautlinie und damit können wir jetzt erstmal weiterarbeiten. Um uns das Ganze anzugucken, können wir auch wieder die Zeichenmaske deaktivieren und auch die Transformation deaktivieren. Wenn wir jetzt die Farbräder aus- und einschalten, dann merken wir schon, wir haben diesen Stich rausbekommen und wir haben eher neutralere Töne, wobei trotzdem noch das Bild hier leicht gelb-grünlich erscheint. Trotzdem können wir mit diesem Setting jetzt erstmal weiterarbeiten und schauen uns als nächstes die Sättigung an. Da wir hauptsächlich mit Hauttönen arbeiten, können wir die Sättigung einfach im Bereich der Mitteltöne etwas anheben. Und wenn wir uns das Ganze nochmal aus- und einblenden, dann sehen wir schon, jetzt haben wir relativ natürliche Hauttöne. Als nächstes möchte ich jetzt einen LUT anwenden und zwar möchte ich hier einen LUT anwenden, der sich Sedona nennt. Das ist ein klassischer Teal in Orange Look und diesen LUT bekommst du kostenlos im Internet. Die Links dazu findest du natürlich in der Videobeschreibung. Als nächstes brauchen wir also hier das LUT Utility von Apple oder den LUT Effekt. Wir geben unten LUT ein und ziehen diesen Effekt eigener LUT auf den Clip. Hier können wir jetzt wieder einen LUT auswählen. In meinem Fall ist es der Sedona LUT und zwar für den Standard Farbraum. Und das Ganze schrauben wir runter auf 0,6. In Final Cut wird hier nicht mit Prozenten gearbeitet, sondern zwischen 0 und 1. Ungefähr bei 60% ist hier ein ganz guter Wert und deswegen pendelt sich das hier bei mir bei 0,6 ein. Was jetzt auffällt, ist, dass wir vielleicht bei den Hauttönen noch mal ein bisschen nachhelfen können. Ich stelle jetzt die Zeichenmaske wieder ein und aktiviere die Transformation. Wir wechseln hier oben nochmal in den Reiter Farben und jetzt können wir hier mit der Färbung doch nochmal die Hauttöne etwas verschieben. Hier können wir jetzt nochmal eine Feinjustierung vornehmen und zwar was die Färbung angeht. Das Ganze schieben wir ein bisschen mehr in den Magenta-Bereich und zwar vielleicht so in den Bereich 7. Wenn wir uns das Ergebnis jetzt anschauen, haben wir schon einen ziemlich coolen Look kreiert und zwar so einen klassischen Teal and Orange Look. Das merkst du daran, dass hier in diesem schwarzen T-Shirt ein bisschen mehr das Blau durchkommt. Und hier bei den Hauttönen auch so ein leichtes Orange. Womit wir das Ganze jetzt noch abrunden können, ist vielleicht ein Filmgrain, also so eine analoge Filmkörnung. Das Ganze finden wir auch bei den Effekten. Wenn wir hier jetzt einmal Film eingeben, nach unten scrollen und hier haben wir die sogenannte Filmkörnung. Die können wir auch noch hier draufziehen und die Effekte wieder ausblenden. Was wir jetzt nicht wollen, ist die iMovie-Filmkörnung, sondern die realistische. Und die können wir jetzt hier irgendwo einpendeln. Zwischen 45% und 70%. Für mich schaut die bei 70% am besten aus. Das Ganze deaktivieren wir auch noch. Und dann sieht man ganz deutlich, man hat dann noch so einen analogen Look drinnen. Ich weiß nicht, was die YouTube Compression jetzt mit dem Video macht. Deswegen zeige ich dir jetzt einmal den Clip mit 70 und einmal mit 45%. Wenn wir uns das Ergebnis jetzt anschauen und nochmal alle Effekte deaktivieren, dann sehen wir auch deutlich, dass wir aus diesem eigentlich schlechten Material wirklich noch sehr viel herausgeholt haben. Ich hoffe, dieses Video motiviert dich, dich weiter mit den Themen Color Correction und Color Grading zu beschäftigen. Und ich hoffe, das Video hat dir auch gezeigt, wie wichtig die Color Correction ist, bevor man mit der Nachbearbeitung anfängt und einfach einen LUT auf das Video zieht. Falls dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und über ein Abo von dir freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Video auch wieder. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao. We'll be right back.